Jo Leute und herzlich willkommen zu der Reaction von der EP von Land, Project of a Person. Das ist ja eine EP, die jetzt am 30.10. kam, einen Tag vor Halloween, und wir checken die jetzt aus und da bin ich halt sehr, sehr gespannt drauf. Downhill haben wir gehört, Red Tide haben wir gehört, die zwei Singles quasi von der EP, und jetzt kam die ganze EP mit 6 Songs, inklusive diesen zwei, und die zwei Songs waren wirklich unglaublich stark. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die ganze EP. Vorab muss ich noch was sagen, was anderes. Das heißt, wenn ihr jetzt direkt die Reaction sehen wollt, ist die Zeit jetzt hier eingeblendet, könnt ihr vorspulen. Ansonsten kommt nochmal ganz kurz was anderes. Ich habe ja schon mal hier und da erwähnt, dass ich bei bestimmten Künstlern keine Reaction machen möchte. Aus diversen Gründen, weil es mir einfach persönlich wichtig ist und weil ich denke, dass ich mit meinen Reactions dieser hohen Kunst nicht gerecht werde. Beziehungsweise einfach das für mich genießen möchte und da keinen Druck haben möchte, keine Erwartung an mich selber, auch nicht gefilmt werden möchte. Da möchte ich es, also beziehungsweise nicht, dass es die Leute sehen, dann bin ich verkrampft. Ich bin so schon verkrampft, und bei bestimmten Künstlern möchte ich es einfach nur komplett für mich haben. Und das gönne ich mir natürlich auch. Das betrifft vor allem 3plus, Tour und Sierra Kid. Das heißt, zu diesen Künstlern wird es wahrscheinlich keine Reactions geben, außer ich fühle mich irgendwann so frei, habe vielleicht keine Maske mehr und bin einfach nur ich. An dem Punkt bin ich leider noch nicht angekommen, dass es für mich so ultra frei und leicht ist, diese Videos aufzunehmen. Dementsprechend wäre das für mich sehr, sehr anstrengend. Ich denke ja immer schon die ganze Zeit drüber nach, ist es richtig, was ich sage? Soll ich noch was anderes sagen? Nicht zu lange Pause machen. Ich habe sehr, sehr viel Erwartungsdruck und sehr, sehr viel Druck und Selbstzweifel. Und das würde dann diesen Moment des Hörens für mich kaputt machen bei den Sachen. Und das sind halt einfach Künstler. Wenn die was droppen, da freue ich mich so krass drauf. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. 3plus Tour, Sierra Kid als ganz wichtige Beispiele. Da möchte ich mir diesen ersten Eindruck auch nicht kaputt machen. Wir können aber gerne mal, wenn euch das gefällt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, darüber reden, wie es war beim ersten Mal hören oder das nochmal zusammenhören als, keine Ahnung, als Recap. Also wenn man es dann schon gehört hat, nochmal drüber reden. Das ist auch... Musik ist oft auch so, dass es sich entfaltet. Das heißt, beim ersten Mal hören denkt man vielleicht noch was anderes, als man dann bei mehrmaligem Hören denkt. Und ich denke mal, das, was man bei mehrmaligem Hören denkt, ist das Wichtigere. Und es ist schon oft so, dass man beim ersten Eindruck eher enttäuscht ist und es sich dann trotzdem zu was Größerem entwickelt. Das ist oft so bei Künstlern. Was soll ich da hochladen, wenn ich dann auch nur sage, oh, ist geil, also wir können gerne über diese Songs, diese Künstler, die mir so viel bedeuten, Retroperspektiv reden, in der Retroperspektive, aber live eine Reaktion dazu, da fühle ich mich momentan nicht bereit dafür, da, keine Ahnung, da, das will ich einfach nicht. Und ja, das war mir jetzt auch mal wichtig zu erzählen. Ich habe jetzt schon wirklich viel aufgenommen und darüber geredet und war nie zufrieden mit dem, was ich sage. Ich denke, das, was ich jetzt formuliert habe, das trifft es tatsächlich sehr gut. Ich hoffe, ihr versteht es. Wenn ihr die Sachen hören wollt von Sierra Kid und so, dann hört es einfach an. Aber von mir gibt es da wohl erstmal keine Reaktion. Gut. So, und jetzt fangen wir an. Land hat tatsächlich die ganze EP, jeden Song, auf YouTube gebracht. Und zwar mit so einer Animation, wie es ja auch schon bei Downhill war. Und hat auch Red Tide jetzt als Animation gebracht. Wir werden uns tatsächlich nochmal alle Songs bis auf Downhill anhören. Downhill hatten wir jetzt als Einzelne mit dieser Animation. Die war in 240p, die hat er aber neu hochgeladen in 720p. Sieht dementsprechend auch besser aus. Ich denke, die EP schaffen wir sogar in einem Video. Doch, das machen wir in einem Video. Und das wird wahrscheinlich ein großes Video, weil ich auch sehr viel dazu zu sagen habe wahrscheinlich. Ich werde zwischendrin trotzdem schneiden und die Aufnahmen immer wieder speichern, nach jedem Song wahrscheinlich, weil ich einfach Schiss habe, dass da irgendwas verloren geht. Das wäre jetzt halt wieder so eine Reaction, wo ich einfach wirklich sehr, sehr viel Schiss hätte, dass da was verloren geht. Also das ist jetzt hier das Downhill-Video, was wir in 240p gesehen haben. Und ihr seht jetzt ist es natürlich deutlich schöner. Mit 720p gab es anscheinend irgendwie Renderfehler oder so. Den Song kennen wir und der Song ist... Alter. Ich muss sagen, nicht ganz so krass wie Red Tide, aber auch sehr, sehr krass. Die Animation von Red Tide kennen wir ja noch nicht. Deswegen gucken wir kurz rein. Den Song kennen wir ja und der hat sich ja zu einem meiner Favorites von ihm entwickelt, beziehungsweise zu dem Favorite. Red Tide sind ja quasi diese roten Algen oder so an irgendeiner kalifornischen Küste, glaube ich. Und die Animation von dem Song ist quasi, wie er im Bett hockt und
ja, ertrunken ist und das Wasser. Das ist auch wieder sehr, sehr symbolisch und gefällt mir. Ja, okay. Ich finde auch das Cover eben von der EP sehr, sehr krass hier. Wie es sich auch mit dem Skelett darstellt, feiere ich extrem. Hier mit den Puzzeln. Am Anfang waren es weniger Puzzle, jetzt sind fast alle ausgefüllt. Bzw. sind alle, fast alle gelegt. Wir hören uns jetzt das erste Mal einen Song an, den ich nicht kenne, und zwar Moon. Ich muss gestehen, von dem Song habe ich ein paar Sekunden gehört, aus Versehen, weil ich die EP schon in eine Playlist von mir gepackt habe und dann halt die Playlist gehört habe und dann kam der Song, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, warte mal, Land, den Song kenne ich nicht. Oh, Moon, schnell weg. Aber ich kann mich daran gar nicht mehr groß erinnern. Deswegen. Moon. Wow. Let's go, Mann. Boah, wie geil. Boah, das wird so heftig, Mann. Okay. Sonntagnacht haben wir jetzt und ich habe jetzt lange gewartet und ich glaube, jetzt ist der Moment, dass ich es hören kann. Let's go. Was ein Gitarren-Sample. Wieder diese mehreren Stimmlagen und dieser Hall. Ich brauche mehr emotionale Musik in letzter Zeit. In letzter Zeit kommt nicht viel. So Wavy Boy Land, das sind so, das ist so Musik, die brauche ich einfach. Oh, wie er Burn und so ausspricht. Was ein Beat. I can make you smile like I used to. Hey, was ist das denn für eine Stimmlage? Mit der Sternschnuppe auch sehr, sehr schön, sehr schöne Animation. Ich freue mich auf ein Album, also falls ein Album bald kommt, irgendwann kommt. Ey, er hat ja immer wieder gesungen, ne? Früher, aber so viel wie in letzter Zeit hat er, glaube ich, noch nie gesungen. Es geht immer mehr in Richtung Singen und weniger in Rappen und das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Land ist für mich viel mehr ein Sänger als ein Rapper. Aber jetzt, das ist glaube ich die Hook, die am Anfang schon ohne diesen krassen Beat war, nur mit dem Gitarrensample. Und jetzt mit dem Beat, das ist sehr gut. Muss sagen, bei Land ist es halt immer schwierig, das zu verstehen, was er sagt, weil er hat halt eine ganz, ganz, ganz besondere Aussprache. Da muss man oft nachlesen. Waste Es geht halt auch sehr viel um Liebe, ne, in seiner Musik und Schmerz. Ich meine, das symbolisiert ja allein das Skelett. Und um Leere, zerfressen sein und so. Ich weiß noch, wo Land total unbekannt war und dann hat Revi den quasi so auch ein bisschen gepusht. Broken war dann so ein Banger, also quasi so ein One-Hit, Wonder, Nature. Und mittlerweile hat er Gott sei Dank mehr Aufmerksamkeit. I must look so small from God's side. Krank. Boah. Down, down. Would you take a round? Boah,
dieses All, ey, das ist ja nämlich, das ist ja fast schon eine Post Malone Betonung, dieses Wabern in der Stimme. Ich muss sagen, bei der Hook ist mir fast schon ein bisschen zu abgehackt, dieses also es ist mir fast schon ein bisschen zu melodisch, nee, nicht zu melodisch, zu hektisch, weiß nicht, aber es ist ja gut bearbeitet und es ist ja auch gesungen betont, also es ist gut, ne, also kein ist jetzt nichts Negatives, ne. Prison I built for you, oder? Ich habe auch das Gefühl, so bei so Künstlern, die so viel krasse Sachen schon gesagt haben, dass es gar nicht mehr so viel zu sagen gibt. Was will man noch sagen, so? Oh. E-Gitarre, oder? War irgendwie schön. War irgendwie wäre ich da jetzt auch sehr, sehr gern. Das ist eine super geile Kulisse. Die Skyline von einer Großstadt mit sehr vielen Lichtern. Der Mond, klarer Himmel. Auf einer Insel, bei einem See oder Meer. Wobei Meer fände ich schon wieder irgendwie creepy. Am See mit einem antiken Baum. Ohne Fleisch. Hm. Hat was. Vom Video von der Kulisse. Also Red Tide fand ich so vom Symbol mit dem Ertrinkenden im Zimmer fand ich besser, aber das finde ich einfach schön. Aber auch wo er da am Baum saß bei Downhill, das sind echt krasse Animationen, wirklich sehr, sehr aufwendig, nur für die EP. Okay, Moon, wir sind fertig. Sick. Also, naja, 10 von 10. So, es wird wahrscheinlich kein Song da sein, der unter 10 von 10 ist. Boah, okay, jetzt erstmal Aufnahme speichern. So, und jetzt machen wir weiter mit Out of Time. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht nach Reihenfolge. DNA, Moon, Issues. Nee, ist nicht nach Reihenfolge. Wir hören es jetzt aber auch nicht unbedingt nach Reihenfolge. Ich denke, das ist gar nicht so wichtig jetzt hier. Wir hören jetzt einfach Out of Time. Das müsste, glaube ich, jetzt der letzte Song sein. Okay. Out of Time. Okay, das wird, glaube ich, jetzt auch wieder super emotional. Oh, könnte sehr, sehr, sehr krass werden. Allein vom Cover, Alter. Junge, what the fuck ist das für ein krasses Bild, Mann. Er hockt einfach auf der Uhr, Alter. Ist das krass. Okay, ich muss sagen, das ist noch heftiger als die anderen Symbolbilder. Da steckt so viel drin in dem Bild, glaube ich. Boah, ist das episch. Ich liebe sowas. Das ist wirklich Kunst, wo man so richtig viel reininterpretieren kann. Wow. Das ist sehr, sehr tiefsinnig, dieses Bild. Hui. Und es ist der letzte Song, also es... Boah, dieses Gitarrensample. Boah, Digga. Oh mein Gott. Was ist das für ein Video? Alter, ist das kreativ. Der Minutenzeiger schubst ihn runter. Nee, der Sekundenzeiger schubst ihn runter. Und er hängt jetzt auf dem Minutenzeiger. Das heißt, jede Minute... In jeder Minute ist er quasi kurz vor Abschluss. Boah, das ist. Wow. Holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Meine Augen sind jetzt schon feucht. Okay, das wird emotional. Oh, wie er guckt allein. Boah, nee. Wow. Das habe ich nicht erwartet. Das ist wirklich... Höchstes Level. Nochmal. Feel like no one's there to
Oh, diese Stimme. Wie er fällt. Boah, was eine Stimme. Schöner Gesang. Das kommt auf jeden Fall an Red Tide und an Downhill ran. Das kann da auf jeden Fall mithalten. Könnte sogar besser sein. Boah, das ist so eine krasse Idee, wie einfach fällt da vom Uhrzeiger. Boah, wie er auch noch da die andere Hand ausstreckt und so versucht sich zu... Oh mein Gott. Wie er so langsam nach oben guckt. Der Arme. Guck mal da die Hand, wie die kommt. Oh. Boah. Digga, was ist eine Stimme? Boah, Digga. Okay. Okay, ich weine. Beziehungsweise meine Augen tränen. Ich weine. Holy shit. Ja, das, diese Stelle, wo er jetzt singt, das hat mich umgehauen. Ich bin sprachlos. Boah, diese Gitarre, ey. Jetzt ist mir kalt. Ich habe nicht gedacht, dass es emotional noch krasser geht als Red Tide. Aber es geht. Alter. Oh mein Gott. Okay. Also, ein bisschen Gewalt habe ich. Gott sei Dank bin ich nicht komplett ausgerastet. Aber es hat nicht viel gefehlt. Diese Stille. Die Stelle, die hat mich echt gekillt.
Video, das hat mich jetzt richtig mitgenommen. Okay, ich habe mich ein bisschen beruhigt. Nee, eigentlich nicht wirklich. Ich will in diesem Mood bleiben. Zwei Songs haben wir noch, Issues und DNA. Issues hat viele Klicks, also wird das wahrscheinlich ganz, ganz krass werden. Deswegen, ich weiß nicht, trotzdem DNA klingt auch krass. Ich mache erst Issues. Wenn das auch nur annähernd in diese gleiche Richtung geht, Digga, dann ist aus. Dann ist aus mit mir. Pah, emotionale Explosion. Oh, allein jetzt schon mit diesem gebrochenen Herz am Bildschirm und den Kopfhörern und die Tasse und dem Regen außen. Allein diese Location ist jetzt schon. Issues heißt ja, glaube ich, Probleme. Oh shit. Probleme. Das ist eine Ansage. Boah, das könnte auch wieder eine Bombe werden. Ne? Oh mein Gott. Ich muss mich gerade ernsthaft fragen, bin ich bereit? Boah, wie das mit den FPS so richtig droppt. Das ist jetzt nicht wegen mir, glaube ich zumindest. Hoffe ich. Das ist beim Video an sich so. Oder? Oh. Hat doch an mir gelegen. Irgendwas spinnt hier. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Jetzt leckt es nicht mehr. Okay. Okay, da geht es jetzt, glaube ich, wieder um die Ex. Oh nein. Oh nein. Das könnte mich richtig killen jetzt. Oh nein. The reason why my heartbeat still feel dead. Ich kann deine Stimme durch meinen Kopf hören. Das ist der Grund, warum sich mein Herzschlag tot anfühlt. Ja. Ja. Ich glaube, er fragt sich gerade, ob er sie anrufen soll. Nein. Nein. Es kommen wieder Tränen. Scheiße. Okay, jetzt hat es geschafft. I can never feel life. Oh mein Gott. Fucking hell, Mann, das ist so krass. Ich glaube, er hat gesagt, I can't breathe without you. Oder, nee, irgendwie sowas war da. Cursed to breathe out you. Ich verstehe es nicht ganz, aber irgendwas. Irgendwas mit Ausatmen. Gott. Feel dead. Er hat sich schon am Nase rotzen, Nase hochziehen. Ich weine wirklich. Es ist nicht krass. Mir läuft es nicht literweise runter. Aber meine Augen sind feucht und ja, ich weine. Es ist. Ich fühl's. Ich fühl's. Ich habe auch Liebeskummer. Ich fühl's.
Und ich höre auch die Stimme. Das könnte von mir kommen. Es ist einfach genau meine Lage. Und das macht es so viel schlimmer, weil das ist eine super traurige und verzwickte Lage. Holy shit, ich sitze auch gleich so da wie er. Ich weiß gar nicht, ich will da gar nicht so viel zu sagen. Es gibt nicht viel zu sagen. Man muss es einfach fühlen. Die Stimme auch noch höher wird und noch mehr Doubles. Das ist so geil. Das ist mit das Beste, was Land je gemacht hat. Die CP. Ich weiß nicht, das hat sowas. Es ist halt so melancholisch, das hat fast schon was. Es hat was Depressives. Es hat was sehr, sehr Depressives. Ich weiß nicht, irgendwie genieße ich es, aber irgendwie zieht es mich auch super runter und erinnert mich an schlimme Zeiten. Und was ist halt die Realität? Es gab schlimme Zeiten, es gibt schlimme Zeiten. Sehr, sehr hart. Boah, Geigen. Ich bin überrascht. Ich bin. Wow. Es ist so krass. Allein da, wie dann dieser Beat kommt und so. Wow. Jetzt. Crummy Man. Ja, es ist echt. Er hockt da richtig gebrochen. Richtig broken. Hammer. Hammer, Hammer. Warte mal, kam das sogar am 29.10.? Ich weiß nicht, wahrscheinlich nach amerikanischer Zeit irgendwie. Keine Ahnung. So, wir machen weiter mit dem letzten Song, DNA. Das ist einer der emotional anspruchsvollsten Videos auf meinem Kanal. Deswegen bitte liked. Nein, Spaß, ist mir scheißegal. Also ich genieße es, aber es ist echt harter Tobak. Es ist echt harter Scheiß, Mann. Aber es ist geil. Es ist schön. Aber es ist harte Scheiße, es ist nicht dieses, oh fuck, alles am Arsch, es ist einfach, ja schon, aber nicht dieses aggressive, dieses, oh scheiße, Mann, sondern dieses, oh, ich lieg daneben, ich kann eh nichts mehr tun. Dieses passive, dieses kapitulieren, nee, dieses aufgeben, da steckt dieses aufgeben, dieses zerbrechen und das ist das unglaublich traurige. Nicht dieses, okay, vielleicht wird's noch was oder ich mach weiter und bla bla, sondern es ist dieses Aufgeben. Zerbrochen sein. Das ist so in Lanz Musik und das finde ich so, so schön und so sentimental. Nicht schön, aber es ist doch schön. Schön, dass es jemandem genauso geht oder dass es, ja, ich habe Mitleid, dass es jemandem so geht. Ich weiß, ich kann es nicht erklären, ich fühle einfach mit, ich fühle es einfach. Ich fühl's und jetzt kommt DNA. Der letzte Song. Boah, Digga, ey, es ist einfach krass. Was ist das denn? Das ist einfach das. Das ist das Beste, was Land je gemacht hat. Und das ist wahrscheinlich auch die beste Reaktion, die ich je gemacht habe. Ich weiß es nicht. Die beste Musik, auf die ich je gedacht habe. Keine Ahnung.
das Herz. Das sind so geile Animationen, ne? Das ist so Wahnsinn. Ich finde die so krass, die Animation. Leckt das jetzt wieder? Also wenn es leckt, dann liegt es nicht an dem Video, sondern an mir, weil ich gerade irgendwie eine scheiß Verbindung habe und irgendwas leckt. Keine Ahnung. Jetzt fragt er sich quasi, ob das alles in seiner DNA liegt, ob das einfach angeboren ist, ob er einfach Pech hat. Frage ich mich auch manchmal, ob man einfach gescheitert ist. Man kann nichts dafür, ist angeboren. Angeborene Depressionen, was weiß ich. Mind in a prison, heart in a cage. Boah, auch krass, wie er hier eine Fußfessel trägt. Mit so einem Gewicht dran. Boah. Ey, in letzter Zeit hat er so viel diese hohen Stimmlagen, das ist so heftig. Wenn ich nicht so emotional kalt wäre, dann könnte ich richtig weinen. Ich bin so emotional kalt geworden. Früher hätte ich bei jeder Zeile hier das Heulen angefangen. Da hätte so das jetzt schon gereicht. Mittlerweile braucht es so Banger wie Out of Sight und Issues. Wobei ich da auch nicht so richtig loslassen konnte. Ein bisschen habe ich geweint, aber nicht so richtig. Das ist schade. Ich krieg's nicht mehr raus. Ich krieg kein Ventil. Es kommt nicht mehr raus, meine Gefühle. Die sind so tief vergraben bei mir. Aber ein bisschen was kommt raus durch sowas. Sowas Hartes braucht es. Irre. Jetzt fährt er zurück. Wieder am Herz vorbei. Ich weiß gar nicht, was das da oben ist. Das ist Alkohol. Das? Ein Donut? Oder was ist das? Vielleicht Essen, dass es mit Essen auch den Schmerz betäubt hat. Das kenne ich nämlich auch. Ich weiß, nee, das ist auch eine Alkoholflasche. Von oben. Boah, das Blame war eine krasse Betonung. Blame myself. Oh, holy shit. Was auch eine Zeile. So simpel, weil ich bin noch nie drauf gekommen. Ich suche mal jemanden, den ich mehr hasse als mich selbst. Oder jemanden, den ich mehr hassen kann als mich selbst. Boah. Das ist Depression auf höchstem Level. Dying alone, das kam jetzt sehr gut rein, die Hook. Das ist wirklich eine der besten Zeilen. Das ist Wahnsinn. Looking for someone. Also jemanden suchen, den man mehr hassen kann als sich selber. Das ist so krass. Als würde es es dann besser machen. Also, das ist so eine verzweifelte Zeile, ne? Das ist diese Hilflosigkeit in der Musik von ihm, das ist was, wo ich mich sehe und das ist was, wo ich so mitfühle einfach. Ich fühle mich auch so hilflos. So wie er hier. Einsam. Gut, das mit dem Alkohol bei mir jetzt nicht.
Ja, aber einfach einsam hier auf dem Boot zurück und vorschwimmen, keinen Schritt weiter, einfach nur immer zurück und vor und man treibt dahin bis zum Tod, beziehungsweise irgendwann ist man tot, ne? Und als Skelett. Und selbst als Skelett sitzt man da versteift und kann nicht ruhen. Boah, ganz, ganz kranke Vorstellung. Ich stelle mir gerade vor, dass der jetzt gerade in dem Status sogar noch ein Bewusstsein hat. Stellt das mal vor, euch geht's im Leben so scheiße und wenn ihr tot seid, seid ihr immer noch so in dieser Lage und fühlt trotzdem, oh, ganz. Was sind das denn jetzt für Interpretationen? Ganz übel. Ist natürlich physikalisch nicht möglich, aber sinnbildlich, dass das so schlimm ist, dass er denkt, dass das. Ja. Oder er sieht sich halt als Leiche, als Skelett. Das heißt nicht, dass er tot ist, aber so sieht er sich und so sehe ich mich auch oft. Sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Ja, die EP, die könnte ein Stück meiner Biografie sein. Wow. Okay, wir sind durch. Also ich muss sagen, vom ersten Mal hören kann ich jetzt eigentlich schon relativ klar eine Rangfolge machen. Ich will jetzt mal Red Tide und Downhill nicht mit bewerten, da ich kenne die ja dafür schon zu lange, um das jetzt wirklich zu vergleichen. Aber von den neuen Songs, von Moon, Out of Time, Issues und DNA, kann ich schon eine Abfolge machen. Also ich würde sagen, ich bin mir nicht sicher, was ich krasser finde, Out of Time oder Issues. Ich glaube sogar Issues. Also ich würde sagen, Issues ist erster Platz, dann auf jeden Fall Out of Time. Dann DNA und dann Moon. Und insgesamt würde ich sagen, Platz 1 ist entweder Issues, Out of Time oder Red Tide. Also ich muss sagen, ich glaube, Red Tide wurde hier sogar übertroffen. Unvorstellbar war. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ich finde jeden Song absolut krass. Die zwei haben mich wirklich geflasht, haben mich zum Heulen gebracht. Und ja, ich will nichts mehr sagen. Ich bin einfach dankbar für so Musik. Ich hoffe, ihr habt es genossen, das Reaction-Video, und habt auch ein bisschen gefühlt. Und ich hoffe, ihr versteht das, warum ich geweint habe. Ach, selbst wenn nicht. Ganz ehrlich, ist es berechtigt, da zu heulen. Hört's euch auf jeden Fall an. Ja, Land ist krass. Gut, ciao. Ja, ich will gar nicht so fröhlich ciao sagen. Tschüss. Project of a Person. Krank. Kranke EP.